muss sagen, ich habe lange gezögert, hier hinzukommen, weil seit vergangenen Dienstag, glaube ich, trauen sich immer weniger Leute zu Jürgen von der Lippe ins Fernsehstudio zu gehen. Habe auch gleich geguckt, ob irgendwo ein Wasserbecken ist. Das ist nicht so, Viktor. Ich begrüße dich herzlich in meiner anderen Sendung. Ich begrüße dich auch. Denn wann hat man mal die Gelegenheit im ZDF über seine Sendung im dritten Programm, um das handelt es sich. So ist es. Und das ist eine Talkshow mit Musik und Sketchen. Das ist also harmlos, mein Lieber. Prost. Möchtest du noch deine Kontonummer sagen? Ja, das ist, haben wir die Zeit? Das ist einmal die, nicht? Lass es raus, Sag mal, das ist ja nun, dieses Donnerlippchen ist ja bombig eingeschlagen, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Gratulieren brauche ich dir auch nicht mehr, haben auch schon einige tausend gemacht. Doch, hättest du ruhig machen können. Gut, dann tue ich das hier mit. Danke. Hast du, ihr habt ja da eine Menge Ideen drin, die auch ein bisschen frech sind, die neu sind fürs deutsche Fernsehen. Hattet ihr vorher ein bisschen Schiss, dass es hinterher heißt, das kann man aber nicht machen in der Unterhaltung? Ja, hatten wir. Das ist ja ein amerikanisches Konzept. Dass sich ein Amtsleiter ins Wasser werfen und... Ach Gott, da kommen noch schlimmere Sachen. Wir haben gesagt, wir gehen mal ein bisschen behutsam zu Werke, weil die Amerikaner haben halt 20 Jahre Erfahrung mehr mit solchen Dingen. Das wollen wir mal ein bisschen langsam angehen lassen und mal gucken, wo wir am Ende des Jahres stehen. Lass es mich so formulieren. Ich schmeiß den Kanzler ins Wasser. Da brauchen wir ein größeres Becken. Hältst du dich denn zurück? Ich meine, du arbeitest ja wahrscheinlich an dem Konzept mit. Hältst du dich denn zurück? Gibt es Ideen, die du hast, wo du sagst, das würde ich gerne machen, aber du dann doch sagst, das ist fürs Fernsehen doch noch zu frech, das können wir noch nicht machen. Oder du sagst, vielleicht in 3 Jahren. Es gibt, ja, da haben wir schon Sachen, aber zurückhalten in der Sendung. Also ich muss sagen, das, was ich da treibe, macht mir einen Riesenspaß und das merkt man wohl auch, hoffe ich. Hast du denn dabei auch noch Zeit, das zu tun, was du ja jahrelang gemacht hast, jetzt schon über 20 Jahre oder 15 Jahre gemacht hast, nämlich mit der Gitarre auf dem Buckel durch die Lande zu ziehen? Ja. Programm zu machen? Ich habe im letzten Jahr ungefähr 100 Termine gespielt und beabsichtige, das auch weiter zu tun, weil man sich vom Fernsehen, wie du weißt, nicht so abhängig machen sollte. Nicht? Wie schnell ist man bei Gefeuer? Man muss ja auch leben. Ja, und gut. Wir haben leider ganz wenig Zeit, das heißt, wir kommen jetzt schon zu dem Ding, um das es eigentlich geht, warum ich gekommen bin, zu euch. Welcher Titel hat dir am besten gefallen von den 7? Es ist mir schwer gefallen, mich zwischen Anna Heigis und Tante Ina und Onkel Edu zu entscheiden, um mit dem großen H.P. Kerkeling zu sprechen. Aber ich würde dann doch sagen, die beiden, Ina und Edu. Danke. Bitte.